Herzlich willkommen bei topgucker.tv.de. Mein Name ist Toru Nakamura und herzlich willkommen im Umai Street Food Market. Der Grund, warum wir jetzt hier eigentlich als gesamte Mannschaft nicht im ersten Stock in unserem eigentlichen Fine Dining Pop-Up Restaurant Salon Rouge kochen, ist ja bekanntermaßen der Lockdown leider dazu geführt hat, dass die Restaurants nicht Gäste in den eigenen Räumlichkeiten begrüßen dürfen. Wir haben am 1. Oktober einen grandiosen Start gehabt mit unserem Pop-Up-Restaurant, waren eigentlich auch schon bis Ende März, solange läuft es, Pop-Up für 6 Monate ausgebucht. Und dann kam eben dann dieser besagte Lockdown Light. Und unsere Antwort darauf ist eben ein Streetfood-Market. Ja, was wir hier anbieten, sind 2 Burger-Varianten. Einmal der Yakitori-Burger mit gegrillter Hühnerkeule, eingelegt in Sojasauce, Sake und Mirin und dann nochmal gegrillt und glasiert. Zum anderen haben wir auch eine vegetarische Variante mit einer Kürbiskrokette auf der Basis von Hokkaido-Kürbis, deswegen auch der Hokkaido-Burger. Dazu haben wir noch eine Crazy Potato, das ist eine Ofenkartoffel, das ist die Sorte Quarta, die wir mit unterschiedlichen Toppings belegen. Dazu gibt es dann noch auch vom Getränkeangebot her natürlich klar kaltes Bier, japanisches Bier Kirin, aber zum Beispiel auch Glüh-Sake, muss man sich vorstellen wie Glühwein, aber auf der Basis von Sake und eben dann nicht auf der Basis von Wein. Kräutersalat darf auch nicht fehlen für die Vitamine. Und vorne bei uns an der zentralen Kasse, wir haben einen separaten Eingang und Ausgang, gibt es auch nochmal ein paar schöne Weine, Champagner, Softgetränke etc. Also alles, was das Herz begehrt für einen Streetfood-Market. Wir sind natürlich nicht nur real, sondern auch virtuell vor euch da. Und zwar Umai gibt es nicht nur als Streetfood-Market, sondern auch als YouTube-Channel Umai bei Toru Nakamura, so heißt der YouTube-Channel. Und falls euch mal da die Rezepte ausgehen sollen, dann schaut doch mal rein bei topfgucker.tv.de, da gibt es auch tolle Rezepte. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de